Und die sind jetzt hier für die technische Absage der Fahrzeuge selber zuständig? So? Das heißt also Bremsen und all sowas und diesen, okay. Im Führerhaus beginnt es. Ja. Es müssen beim Einschalten der Zündung sämtliche Kontrollleuchten aufleuchten. Okay. Und nach 3 Sekunden wieder ausgehen. Alles klar. Mijn moeder riep om 4:10, kind, kom naar bed, want er zijn allemaal vliegtuigen en parasitisten en het is oorlog. Allemaal Duitse vliegtuigen en parasitisten. 1 april 1932 zijn we hier naar de boerderij gekomen. Ik was 6 jaar. Mijn vader ging meest zo 4:15 uit bed. En mijn broer en een knecht die bij ons werkte. Die was inwonend, dat was vroeger echt ouderwets. En dan maakten ze dat de koeien. Want die moesten om 6 uur moesten ze uitwezen. Want dan kwam de melkauto de melk halen. Maar ja, toen natuurlijk niet. Flugzeuge transportieren oder Transport fertig machen haben wir schon öfters gemacht, aber in dieser Größenordnung und, sage ich jetzt mal, mit diesem Exponat, weil wir auch nur zum Beispiel einmal dieses Luftfahrzeug haben. Wir haben es nur einmal bei uns im Museum. Wir haben MiG-21, andere Typen mehrfach im Museum, aber diese ist eine besondere, weil wir sie nur einmal haben. Wenn man Rostflug hat, das ja. Ist hier Wasser, das ja. Wasser, das ist kein Rost. Ja. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Bolzen lose sind. Ah, okay, alles klar. Das ist so. Die Polizei muss diesen Transport aus Sicherheitsgründen auch abnehmen, ob wir oder die Transportfirma auch die Ladung so weit gesichert hat, dass das auch alles für den Straßenverkehr zugelassen ist. Da kommt die Boerderei. Na ja, das ist auch eine andere Boerderei natürlich. De kleine raampje. En dit was ook een slaapkamer, dit was de kamer en dit de keuken. En dit de ingang. En aan de achterkant hadden we ook slaapkamers. En daar sliepen mijn broer en mijn vader en moeder. Dus ik liep door de slaapkamer, maar als ik deed in de achterslaapkamer. En daar kon je ze al zo zien vallen en zien lopen, die Duitsers. Ik heb op de werf staan kijken buiten en heb ik ze ook naar beneden zien komen. De parasitisten hingen hier, zwart in de lucht, maar het was eigenlijk wit, want parasieten zijn wit. Dus, het was één witte vlakte, maar de koeien waren hier weg. Maar achter het bos liep ook zoveel koeien, maar geen melkkoeien. Oliebeesten gingen tekeer, die vlogen overal heen. En er zijn ook koeien doodgeschoten. Ja, op slot werd ik bang natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Allemaal dreigementen natuurlijk. Dat er oorlog zou komen.
Maar niet dat je er zo middenin zou komen te zitten. Nee. Nee. Nee, want ik weet nog best. En het is vrijdags en zondagsmiddags. Toen waren er kennissen bij mijn moeder van Schravenzande. Toen zei ze, vrouw Vreugdenel. Vroeger zei natuurlijk geen mevrouw, het was allemaal vrouw. Als het nou oorlog komt, kunnen we dan hier niet onderdak krijgen, want op Schravenzande wordt het dan hopeloos. Nou, twee dagen later zaten we zelf in de. En op Schravenzande niet. Jetzt ist los, Lämme. Also ich persönlich sehe es ja schon mit zwei Seiten. Also auf der einen, ja, das Flugzeug hat mal eine Geschichte, die mit Rotterdam verbunden ist, auch so, schlecht sie jetzt auch sein mag. Aber das, die andere Seite ist ja halt auch, dass man den Menschen Rotterdams die Geschichte irgendwo wieder nahe bringen kann. Deswegen, auf der einen Seite ist es, finde ich, ist es gut, dass wir diesen Transport durchführen und auch diese Ausstellung dort. Und auf der anderen Seite halt, gibt es einem schon ein beklemmendes Gefühl, doch, dass die Leute mit ihrer Geschichte doch auf relativ harte Art und Weise, sage ich jetzt mal, konfrontiert werden. Weil also, es wird bestimmt den einen oder anderen mit Bürger Rotterdams geben, der sich noch live an diese Nacht erinnert. Oder diesen Tag. Dass große Teile der Geschichte viel zu oft in Vergessenheit geraten und gerade durch solche Ausstellungen, finde ich, ist es das Gute, dass es wieder in Erinnerung gerufen wird. Dass die Leute sich, zumindest die, die es interessiert, solche Ausstellungen besuchen, sich auch damit auseinandersetzen. Und dadurch ja das Vergessen irgendwo aufhören kann. Die Knecht, die liep naar zo'n parachute toe, naar zo'n soldaat. Maar, en die soldaat die stond al met een pistool of iets, die stond ergens bij. Dus mijn vader liep, Jan, kom terug, kom terug. Direct schieten ze dood. Maar die dochter gaat er even, ja. Die was ook 19 of zo. Ook, die wou kijken wat dat was. We hebben in een huis gezeten en ja, maar afwachten. En we zagen zo die Duitsers. Zagen we zo langs die bomenhoek die je daar hebt, zo naar het bos allemaal lopen. Sprongen over de sloot heen en dan liepen ze naar het Duitse bos. Ze hadden hier niet, ze hadden meer richting Den Haag, he, bij Matenstein of zo, richting vliegveld Ypenburg. Zeg. Dat zeiden ze tenminste later, maar ze landen op Hoek van Holland. Ja. De 11e mei. Toen kwam er een marionier van de marioniers. Jullie kunnen beter hier weggaan, want dat is hier onverantwoord. Want er leed een bootje achter in de waterweg. Dat schoot richting het Amsterdamse bos. Ze dachten zeker dat ze daar nog zaten, maar ze waren allemaal naar het Westland verder getrokken, die militairen. Gevlucht, we zijn gewoon gevlucht. Die hebben ze in brand gestoken. Hollandse militairen. Gezichtveld. Ja. Van het fort vandaan van de hoek. Moesten ze weg. Ja, we hadden helemaal niks. We hadden een schoon goed aangetrokken en een celletje schoon goed meegenomen. En verder had je niks. Ja, maar dat komt.
Kommst du zurecht oder brauchst Hilfe? Als ich dann hörte, dass wir so ein Flugzeug hier im Museum besitzen, ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat mein Interesse geweckt, mal so ein Flugzeug doch live zu sehen oder wie es mit fast allen dieser Exponate hier im Museum ist, dass man das ist wirklich eine Geschichte zum Anfassen. Dieser Moment, wenn man so das erste Mal wirklich vor so einem Flugzeug steht, es ist ja auch schon ein relativ beeindruckender Anblick, wenn das Flugzeug dann wirklich so komplett in einem Stück vor einem steht und es mal wirklich mal anfassen kann, auch in unserem Falle wir die Möglichkeit haben, den Innenraum zu betreten, sich mal das Cockpit wirklich live anzuschauen und auch mal quasi den Raum der Menschen, die dieses Flugzeug als Arbeitsplatz jetzt in dem Falle mal gesehen, genutzt haben, auch wirklich mal so live zu sehen, anzufassen, zu riechen. Das ist schon ein tolles Gefühl. Wir haben nur noch so viel Luft zur Fahrwerksklappe. Tweede Pinksterdag, wij zaten dan natuurlijk aan de Maasdijk en vader ging hier, je kon hier niet komen. En toen was er toch iemand, een eentje, die man zegt tegen vader, Leen, hij zegt alles staat in brand bij je, je hebt niks meer. Ja. En ik weet toen, dus dinsdagavond gecapituleerd, hè. En zondags ochtends, ik geloof dat hij om 4 uur ging hij al fietsen. Hier naartoe, nou ja, dus zocht hij de nadigheid. Ja.